Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video mit der ominösen Überschrift Die Zukunft, wo ich ein bisschen Kudu-Kudu-Kudurin spielen werde und ein bisschen über die Zukunft reden werde und ein kleines bisschen über die Vergangenheit, zumindest über eine Sache in die Vergangenheit liegt. So, ich werde einfach mal spielen und anfangen. Und zwar verschiedene Sachen. Bevor jetzt ein paar Leute Angst haben werden, oho, die Zukunft, hört er vielleicht ganz mit seinem Channel auf, nachdem er jetzt in letzter Zeit nur so wenig hochgeladen hat. Nein, keine Sorge. Ganz im Gegenteil, ich habe nun vor, endlich wieder richtig anzufangen mit meinem Kanal, mit meinen Let's Plays. Und zwar nicht nur mit Blood Omen, wie in den letzten paar Wochen, sondern ich möchte auch endlich wieder weiter Ghost Trick und Pumuckl spielen. Und die beiden Projekte habe ich nicht vergessen, also keine Sorge. Und ja, man hört es vielleicht, ich bin noch ein bisschen krank. Ich wollte eigentlich schon diese Woche die ganze Zeit was aufnehmen, aber ich war so von Hustenattacken gebeutelt, dass ich da einfach keine Let's Plays machen wollte, weil das wollte ich euch nicht antun, die ganze Zeit husten zu müssen. Das will ja eigentlich keiner hören, das ist ziemlich nervig. Deswegen habe ich es nicht gemacht, aber es wird demnächst wieder was kommen und zwar hoffentlich Montag. Das Wochenende habe ich jetzt keine Zeit, vernünftig was zu machen, weil ich Besuch bekomme. Aber ansonsten wird was wieder kommen. Dann das kleine bisschen aus der Vergangenheit, was ich tun wollte, ist mich endlich mal beim Depp vom Dienst zu bedanken für sein Special-Video. Ich hatte eigentlich schon mal ein Video dazu gemacht, um mich extra bei ihm zu bedanken. Aber das bin ich dann nicht dazu gekommen, es hochzuladen. Das ist auf meiner Platte verstaubt. Wobei, es kann eigentlich keinen Staub ansetzen, aber ihr wisst, was ich meine, hoffe ich zumindest. Und ja, deswegen hole ich das jetzt nochmal nach. Und zwar, der Depp vom Dienst hat nämlich ein kleines Special-Video für mich gemacht. Und zwar eigentlich nicht nur ein kleines, sondern ein ziemlich großes. Er hat nämlich 2 Stunden aufgenommen extra für mich in 2 Teilen. Im ersten Teil hat er sich die Kante gegeben. Das ist eigentlich ziemlich witzig. Hat verschiedene Alkoholsorten probiert und ein bisschen erzählt, wie man das mischen kann und so. Und im zweiten Teil hat er dann ein bisschen, oh Gott, ich hoffe, ich sage jetzt nicht den Namen. Ich glaube, es war Freelancer für mich gespielt. Ich bringe immer Freelancer und Freespace durcheinander und sage immer das falsch. Aber ich meine, es wäre Freelancer gewesen. Und als ich das auf der Startseite gesehen habe, ich war echt gerührt, der vom Dienst. Also vielen, vielen Dank dafür. Es war einfach großartig, dass du sowas für mich gemacht hast. Ich war völlig aus dem Häuschen und tut mir leid, dass ich halt nicht früher schon das Video hochgeladen habe dazu. Wie auch immer, ich werde die beiden Videos auf jeden Fall, beziehungsweise 3 Videos, er hat jetzt noch ein Nachtragvideo gemacht, weil er nämlich ein Getränk nicht aufbekommen hat. Und das hat er dann später aufbekommen, hat dann nochmal ein 5-minütiges Nachtragvideo gemacht. Ich werde die 3 Videos auf jeden Fall unten in der Beschreibung verlinken, also guckt gerne mal rein, wenn ihr möchtet. Und ja, dann die Zukunft, wofür ich überhaupt hauptsächlich dieses Video mache, wo der ominöse Titel ist. Und zwar werde ich, oder ich bin sogar schon, auf Let's Replay meine Videos veröffentlichen. Also www.letsreplay.de. Und diese Seite wurde vom Let's Replay Boy gegründet, daher auch der Name. Und ich bin der 3. Let's Player, der da im Bunde ist. Und zwar der 1. ist natürlich der Let's Replay Boy. Einfach weil, ja, er hat die Seite gegründet. Der spielt momentan Minecraft. Und zwar die Legende von Bitmore, wo er sich einen Berg gesucht hat und zum Ziel gesetzt hat, da in diesen Berg 4 Gesichter von alten, bekannten Videospielhelden einzumeißeln. So ein bisschen wie bei Mount Bitmore. Bei Mount Bitmore, natürlich. Mount Bitmore ist so wie bei Mount Bitmore, klar. Nein, ich meine natürlich wie bei Mount Rushmore in den USA. Dann spielt er noch Baphomets Fluch und mein Favoritenprojekt ist Civilization 3, weil ich bin so ein Kerl. Ich bin nicht wirklich für Strategiespiele geeignet, weil nicht, weil ich zu blöd dafür bin, aber weil ich einfach zu ungeduldig bin. Oder nicht schnell genug. Also ich baue eigentlich oft auch lieber einfach auf, anstatt mich dem Krieg und der Einheitenproduktion zu widmen. Ich werde dann natürlich immer von den Gegnern überrannt, weil ich halt lieber so aufbaue. Also für mich ein eher Aufbaustrategiespiel, was. Schweres Wort.
Und ja, Civilization 3 gucke ich eben sehr gerne. Dann der zweite im Bunde ist der Crossbone, der spielt momentan Stronghold, noch ein Strategiespiel, was ich sehr gerne mir anschaue. Und ja, der dritte im Bunde bin ich halt mit Blood Omen und Ghostrick und Pumuckl. Das solltet ihr eigentlich wissen, weil was tut ihr sonst auf diesem Kanal? Warum guckt ihr euch dieses Video an? Wie auch immer. Wie oft habe ich jetzt schon wie auch immer gesagt in diesem Video? Ich will es gar nicht wissen. Jedenfalls, guckt da mal hin auf die Seite. Schaut euch die anderen mal an. Vielleicht gefallen sie euch ja. Ich hoffe es zumindest. Und ja, diese Seite, laut dem Let's Replay Boy, soll die so ein bisschen wie die Seite von Gronkh sein, also die Gronkh.de. Ich finde ja, wenn man seine eigene Seite mit Gronkh.de vergleicht, ist das immer so ein bisschen kritisch, weil man halt Gronkh so eine große Persönlichkeit unter den Let's Playern ist, sage ich mal. Also ziemlich polarisierend. Die einen lieben ihn, also die Gronkh-Fanboys, wer mit denen schon mal zu tun hatte. Die anderen hassen ihn und dann gibt es wieder so Leute wie mich, die denken sich einfach, ja, der macht einfach sein Ding und ich mach mein Ding. Was soll's? Aber es soll halt eine Seite dafür sein, die so ähnlich ist. Und zwar nicht so wie bei Gronkh.de für alle möglichen Spiele, sondern hauptsächlich für Retro- und Indie-Games. Und ich mache natürlich jetzt meinen Kanal hauptsächlich Vergessene Perlen, aber das sind ja gleichzeitig auch sehr oft einfach Indie- und Retro-Games. Oder Games-Spiele. Ich weiß nicht, wenn man zu viel Anglizismen benutzt, ist das auch ein Video. Ich habe nichts gegen Anglizismen, aber zu viel ist irgendwie, naja, wie auch immer. Jedenfalls bin ich dann natürlich deswegen sehr gut geeignet und hat mich angesprochen und gefragt, hey, hast du nicht Lust, da mitzumachen? Und ich dachte mir, ja klar, warum nicht? Wenn ich denn mal wieder Videos hochlade, dann sehr gerne. Und das wird jetzt bald wieder der Fall sein. Also schaut mal dabei vorbei, guckt euch die anderen beiden an. Vielleicht gefallen sie euch ja. Ja, ansonsten fällt mir noch irgendwas ein, was ich erzählen wollte. Ich glaube, ich habe soweit alles erzählt. Moment, der vom Dienst, Let's Replay. Ich bin krank, bald kommen neue Videos. Hossa. Ja, das war's. Also ich habe auch noch keine neuen Projektankündigungen. Ich möchte jetzt erstmal die Projekte, die ich habe, zu Ende bringen, weil drei Projekte sind mehr als genug. Ich habe das schon bei den vier Projekten gemerkt, dass vier Projekte ein bisschen viel auf einmal für mich sind. Deswegen werde ich jetzt erstmal die drei Projekte haben. Mal schauen, ob ich bei drei insgesamt bleibe oder ob ich aus zwei runtersenke oder vielleicht sogar auf eins. Das wird sich in der Zukunft zeigen. Vor allem, wenn dann wieder mehr Videos kommen. Joa. Das war's dann wirklich. Also, um das Video nicht noch zu lange zu machen, sage ich mal, ciao. Wir sehen uns dann hoffentlich bei den neuen Videos. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch schon drauf. Deswegen sage ich mal, tschüss. Bis denn.